So, da bin ich auch wieder und herzlich willkommen zurück zu Gothic. Ich habe es hingekriegt, dass wir jetzt wieder hier sind, aber wir waren jetzt nicht mehr bei Kalim unten. Jetzt will er mich angreifen. Was ist denn jetzt mit dem? Taurus. Taurus, du, ich bin jetzt enttäuscht von dir. Okay. Wenn es so ist... Ich bin enttäuscht. Taurus-Schwert. Der hat mich so lange nicht angegriffen und jetzt auf einmal? Ich habe jetzt einfach mal das komplette Lager hier ausgeschaltet. Aber einer fehlt uns noch. So, der irgendwo da oben war. Auf den Dächern. Da. Du hast ihn umgebracht. Das war ein großer Fehler. Wer sagt jetzt, das war ein Fehler? Hä? Die haben mich angegriffen, also. Ich weiß jetzt nicht, was dessen Problem ist. Bin jetzt aber enttäuscht, dass auch Taurus jetzt tot ist. Ich weiß jetzt nicht, wie jetzt mein Spielstil hier jetzt auch zur Lore passt. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nur, dass Taurus eigentlich in Arcania noch vorkommen wird, in einem der DLCs. Ich hätte ihn eigentlich gerne am Leben gelassen. Wie die meisten hier, aber... Okay, wir reden jetzt mit Stone. Da bist du ja! Da du mich aus diesem Rattenloch befreit hast, hast du was gut bei mir? Mann, ich habe mir überlegt, da es nicht viel gibt, was ich dir geben kann, werde ich dir etwas schmieden. Okay, könnte ein Ring sein oder etwas Vergleichbares. Warum hat man dich in den Kerker geworfen? Gomez. Der Bastard hat mir unterstellt, dass ich gemeinsame Sache mit den Feuermagiern machen würde. Nur weil ich der beste Schmied im alten Lager bin, konnte ich meinen Kopf retten. Er hat mich in dieses Rattenloch werfen lassen und immer nur dann rausgelassen, wenn er meine Fähigkeiten gebraucht hat. Aha, okay. Kannst du mir diese Erzrüstung verstärken? Natürlich kann ich sie verstärken. Gib sie mir und warte kurz. Okay, nice. Hier ist die verstärkte Rüstung. Damit habe ich meine Schuld beglichen. Okay. Wir sehen uns. So, nochmal. Kann ich nochmal mit dem quatschen? Wir sehen uns. Okay, wie? Schutz vor Waffen 100. Schutz vor Pfeilen 30. Schutz vor Feuer 45. Wert 6000. Speichern wir. Gibt's hier noch irgendwie was? Ja, okay. Ich glaube, im Grunde haben wir hier jetzt eigentlich alles durch. Ich gucke mal, ob wir noch mit den Frauen hier reden können. Sagen, ihr seid frei. Geh schon, du darfst nicht mit mir reden. Ja gut, dann zaubern wir uns mal zu Xardas. Der müsste jetzt eigentlich schon auch... Obwohl, nee, warte. Erstmal zum Wassermagier. So. Kann ich ihm sagen, Gomez ist tot? Magie zu Ehren. Jo. Hohe Robe, 2100... Nee, danke. Mögest du in einem Stück zurückkehren? Ich will keine hohe Robe. Aber eins für dich, mir reicht schon das, was ich hier habe. Solange ich da
Kann ich Lee sagen hier, Gomez ist tot? Hallo. Hi. Ich möchte mehr über den zweihändigen Kampf lernen. Ändere zunächst deine Grundhaltung. Halte das Schwert aufrecht. Fasse den Griff mit beiden Händen und halte es seitlich am Körper. Schlage schnell von oben und lass die Klinge über deine Schulter gleiten. Nun hast du die Möglichkeit, einen schnellen Schlag nach rechts zu machen. Ha, damit bietest du dem Gegner keine Chance, an dich ranzukommen. Sonst schlage wieder von links oben nach vorne, um so den Gegner zurückzutreiben. Eine schnelle Körperdrehung verleiht deinem nächsten Schlag die nötige Wucht, um den Gegner zu Boden zu zwingen. Falls das nicht ausreichen sollte, dann nutze den übrigen Schwung, um die Klinge noch einmal tanzen zu lassen. Geh nach deinem Angriff in den Block und suche eine Lücke, damit du erneut zuschlagen kannst. Abwechslung in den Kampfbewegungen und Positionswechsel sind der Schlüssel zum Sieg. Jo. Was sagst du zu der Sache mit der Mine? Sie sind so weit gegangen. Dafür werden sie büßen. Die sind aber schon alle tot. Okay, egal. Hier haben wir auch schon eigentlich soweit alles durch, oder? Verlass dich auf jemanden. Im Grunde ist jetzt nur noch die Sache da mit Xardas. So. Teleportieren wir uns mal dahin. Da. Da war der Weg zu Xardas. Mal gucken, was er jetzt zu der Rüstung sagt, die sogar schon verstärkt wurde. Ah, wie ich sehe, trägst du die Erzrüstung. Ich habe sie in einer der Kisten im versunkenen Turm gefunden. Sie gehörte dem Feldherrn, der einst Oriziel in die Schlacht gegen die Orks führte. Ich hoffe, sie bringt mir mehr Glück als ihm. Hast du die magische Formel für das Aufladen der Oriziel fertiggestellt? Hast du die magische Formel für das Aufladen von Oriziel fertiggestellt? Sie ist vollendet. Aber du wirst sie nicht alleine benutzen können. Warum nicht? Sie muss von einem Magier gesprochen werden, während du das Schwert mit der Kraftquelle in Berührung bringst. Dann werde ich mich nach Unterstützung umschauen müssen. Nimm die Formel an dich und gib der Waffe ihre alte Macht zurück. Du wirst sie brauchen. Okay, als Magier werde ich mich schwer tun, Oriziel wirksam zu führen. Als Magier werde ich mich schwer tun, Oriziel wirksam zu führen. Es gibt da einen Weg. Aber zuerst musst du der Klinge ihre alten Kräfte wiedergeben. Kehre dann zurück. Okay. Das heißt dann wieder in Richtung Wassermagier. Gut, dass du uns beigetreten bist. Was? Ich bin verletzt, kannst du mich heilen? Ich bin verletzt, kannst du mich heilen? Durch meinen Faust rufe ich die Kraft der Heilung und lasse diesen Körper und den Geist gesunden. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Der hat kein Erz mehr. Aber der hat Heiltränke. So, was ist das? Trank der Macht. Kaufen wir mal das. So, dann die alle. Trank der Eile, weiß ich nicht. Ja, den kann ich noch so viel Mist andrehen hier. So, was kann ich ihm hier geben? So, was habe ich, was ich nicht brauche? Hier, Krallen. Dann Zähne. Die Dinger. Laute. Alter, wie viel Lauten? Laborflasche. Besteck. Pokale. So. Ach,
Komm, die Dinger brauche ich auch nicht. Den Rest kann ich ja den Leuten hier ansehen. Von den Tränken. Da bin ich mir noch nicht sicher, was ich hier brauche, was ich nicht brauche. Hier. Die kann ich abgeben. Innos Zorn. Schaden 110. Trollfaust. Kann ich abgeben. Hier Toros Schwert abgeben. Blutschneide. Komm, ich gönn mir mal auch noch die ganzen anderen Zaubertränke von dem. Hauptsache, ich bin den ganzen Müll mal los. Hier. Was? Nee. Hier. Essenz der Geschicklichkeit. Dann die Dinger. Was hat er noch? Hier Trank der Schnelligkeit. Trank der Eile. So, mal gucken, was ich jetzt noch andrehen kann. Das kann ich geben. So. Hauptsache ich bin das alles jetzt mal los. So. Kriegsarmbrust. Noch eine Kriegsarmbrust. Hornbogen kann ich abgeben. Dann hier. Leichte Armbrüste. Ja, gut. Was kann ich... Komm, dann kann ich ihm... Die Dinger, die Zauber hier auch noch alle abgeben. Die brauchen wir ja nicht. So. Nutzen wir auch nicht. Teleportation behalten wir. Die Dinger brauchen wir auch nicht. Zur Not können wir nochmal neu kaufen. So. Herz ein Steingolems. Ja. Komm. Wir sind den Müll los. Sei gegrüßt, mein Freund. Dich habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen. Hallo Milton, es ist viel passiert, seit wir uns das letzte Mal trafen. Ich würde dir gern alles erzählen, doch im Moment ist keine Zeit dafür. Ich bin in Eile. Milton, ich brauche deine Hilfe. Milton, ich brauche deine Hilfe. Um was geht es? Wie kann ich dir helfen? Lass uns irgendwo hingehen, wo es nicht so viele Ohren gibt. Wie du meinst. Folge mir. Okay. Laufen wir mal Milton hinterher. Nun sprich, worum geht es? Ich brauche die magische Energie des Erzhaufens und ich halte es für unklug, die anderen Wassermagier danach zu fragen. Du scherzt. Die Zeit des Scherzens ist vorbei, ich meine es todernst. Ich habe Xardas, den Dämonenbeschwörer, getroffen. Ich handle in seinem Auftrag. Xardas? Langsam machst du mir Angst. Niemand hat mit ihm gesprochen, seit er das alte Lager verlassen hat. Ich schon. Wofür benötigst du die Energie des Erzhaufens? Ich will sie auf dieses Schwert hier übertragen. Wow, was für eine Waffe. Es trägt den Namen Uriziel. Xardas gab mir diese magische Formel. Xardas gab mir diese magische Formel, um den Transfer zu vollbringen. Du musst sie aussprechen, während ich Schwert und Erz in Kontakt bringe. Es sieht so aus, als ob ich diese Zauberformel nur herunterlesen müsste. Aber wir werden ernsthaften Ärger mit Saturas und den anderen Magiern bekommen. Das Risiko müssen wir eingehen. Das Risiko müssen wir eingehen. Es ist wirklich sehr, sehr wichtig. Wichtig für alle Bewohner der Kolonie. Ich verstehe nicht. Es wird uns alle hier rausbringen. Du musst mir vertrauen. Einverstanden. Nach all dem, was du bereits für uns getan hast, besitzt du mein Vertrauen. Außerdem scheinst du auch das von Xardas zu besitzen. Triff mich unten beim Erzhaufen und zu keinem ein Sterbenswörtchen. Gut. Wir treffen uns beim Erzhaufen. Bis dann. Okay, speichern wir mal. Jetzt bin ich neugierig. Was passiert, wenn wir Saturas davon erzählen? So. Quatschen wir mal mit dem. Magie zu Ehren. Jo. Okay, passiert nichts. Mögest du in einem Stück zurückkehren.
So, okay. Wir gehen dann mal... Wenn du verletzt bist, werde ich dich heilen. Danke. Riordian. Danke, dass du mich einfach angequatscht hast. Boah, fast wäre ich hier runtergefallen. So. Wie lange braucht Milton dann dafür, um da unten anzukommen? So, da haben wir auch schon gleich das Erzhaufen. Die werden aber auch wirklich stinksauer sein. Ich glaube, wir verkacken es jetzt auch mit bei denen. Ist auch sehr viel Erz hier. So, jetzt müssen wir auf Dings hier warten. Auf Milton. Wo ist er denn jetzt? Wie lange braucht er noch? Oh, mir kommt mein Auge. So, wo ist Milton jetzt? Das ist wirklich nicht mein Problem. Milton, hierher. Put, put, put. Komm her. Okay. Milton braucht erstmal 1000 Jahre. Na, wenigstens nimmt er hier den kürzeren Abschnitt. Aber ja, laufen wir erstmal in seinem Tempo. Obwohl, selbst wir sind eigentlich in dem Tempo schneller als er. Nur, dass wir jetzt ein bisschen weiter hinter ihm angefangen haben, so zu laufen. Obwohl, ne, der ist doch ein bisschen schneller in dem Tempo. Okay, da wären wir schon. Hast du das Schwert und die Zauberformel? Ja, habe ich. Hier, nimm die Zauberformel. Hier, nimm die Zauberformel. Bist du bereit? So bereit, wie man für solch eine Wahnsinnstat nur sein kann. Dann kann es ja losgehen. Ach nö. Ja, sehen wir uns gleich wieder. Ich mache hier einen kleinen Cut und dann bis gleich. So, da sind wir auch wieder. Ja, ich habe jetzt eben nochmal neu laden müssen, weil ihr habt jetzt nur Schwarzbild gesehen gehabt. Und, ja. Der hat die Videosequenz nicht abgespielt. Aber mir ist aufgefallen, wir hatten ja vorhin ein paar Tränke gekauft, die wir jetzt vergessen haben zu nehmen. Den hier zum Beispiel. Und den hier. So, dann hatten wir hier noch irgendwas. Hier den. Und nochmal den. Dann sind wir hier jetzt bei Geschick 66 und Stärke 32. Das heißt, wir können jetzt auch noch endlich unsere... den hier nehmen. Als Armbrust. So, Innus Zorn. Und Uriziel. Dann speichern wir das jetzt hier ab. Und jetzt hoffentlich klappt das mit der Aufnahme, ansonsten laden wir nochmal. Hast du das Schwert und... Ja, das kennen wir. Hier, nimm die bist du bereit? So, dann kann es... Ich hoffe, jetzt klappt. Ja, jetzt klappt's.
Und Kapitel 6, die Hallen des Schläfers. Es ist vollbracht. Unglaublich. Der unscheinbare graue Edelstein schimmert nun bläulich. Jo. Ich glaube aber, wir haben es jetzt mit den neuen Lager auch noch verschissen. Das ist ein gutes Zeichen. Die magische Energie des Erzhaufens scheint tatsächlich in das alte Schwert übertragen worden zu sein. Aber unsere kleine Aktion hier scheint etwas Aufmerksamkeit erregt zu haben. Du solltest dich am besten direkt hier heraus teleportieren. Was wird aus dir? Mach dir um mich keine Sorgen. Ich werde mir schon was einfallen lassen. Geh jetzt! Okay, das speichern wir jetzt. Aber teleportieren? Bin ich mir jetzt nicht sicher. Was sagt denn jetzt die Quest? So, Xardas erwähnte bei meinem letzten Besuch, dass es einen Weg gäbe, wie ich die Kräfte von Uriziel auch als Magier effektiv nutzen könne. Doch er wollte vorher das aufgeladene Schwert begutachten. Ich sollte ihn aufsuchen. Ja, komm dann. In dem Fall teleportieren wir uns zu ihm. So. Direkt zu Xardas. So, was sagt er jetzt? Da bin ich jetzt gespannt. So, Xardas. Ich habe Uriziel aufgeladen. Unglaublich. Das Schwert hat seine alten Kräfte wieder gewonnen. Nun führst du eine wahrhaft mächtige Waffe. Du erwähntest einen Weg, wie ich Uriziel auch als Magier führen könnte. Wenn du Uriziel genau betrachtest, wird dir der große, blau schimmernde Edelstein in der Klinge sofort auffallen. Er ist das Gefäß für die magischen Kräfte der Klinge. Wenn ich den Stein entferne, kann ich daraus eine Zauberrune herstellen, welche die Eigenschaften von Uriziel selbst in sich trägt. Eine Zauberrune aus Uriziel? Mit der Kraft der Rune wirst du deine Feinde ebenso besiegen wie mit der Kraft des Schwertes. Aber sei gewahr, dass nur ein Meister des sechsten Kreises der Magie eine solche machtvolle Zauberrune beherrschen kann. Nee, das möchte ich nicht. So, es ist verbracht. Uriziel scheint seine alten Kräfte wieder gewonnen zu haben. Saturas und seine Wassermagie sind jetzt stinksauer und ich sollte ihnen besser nicht mehr über den Weg laufen. Doch das ist jetzt unwichtig, denn der Schläfer wartet auf mich. So, okay, was wäre... Warte, das speichern wir. Und dann zaubern wir uns mal zu den Wassermagiern. Na klar, dass das passiert. Die sind ebenfalls stinksauer. Ich glaube, hier kommen wir nicht mehr raus. Ja, ich stecke hier fest. So. Nein, komm. Ah. So, schnell, nee, hier. Komm, ganz schnell. Ah. Komm, zieh die Waffe. Besieg ihn doch. Oh oh.
Okay, wenigstens die haben wir besiegt. So, bleibt uns nicht mehr viel übrig. Ich glaube, die einzigen, die jetzt geblieben sind, sind nur noch, die auf meiner Seite sind. Sind halt Gorn und so. Die sind eher weniger sauer. Okay. Ich dachte, das. Die sind weniger sauer. Ja, jetzt müssen wir aber zum Tempel des Schläfers eigentlich. Da bin ich jetzt gespannt. Aber okay, wir haben es im Grunde mit jedem hier verschissen. Und zwar vom Spiel aus. So habe ich das jetzt bisher verstanden. Die tun mir nichts, okay. Immerhin. Ja gut. Dann machen wir uns auf den Weg zur Orkstadt, zum Tempel des Schläfers. Und wir haben jetzt Kapitel 6 erreicht. Warte mal. Tempel des Schläfers, Kapitel 6. Ich weiß, welche Folge ich dann jetzt gleich als nächstes aufnehmen werde. Ich gehe davon aus, wir sind jetzt schon wirklich am Ende des Spiels. Also, wir werden dann in der nächsten Folge beziehungsweise nicht die nächste Folge, wir werden diese Special-Folge demnächst aufnehmen dann. Also, hiernach. Dann würde ich sagen, auch auf jeden Fall, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!